Ist das denen scheißegal, dass ihr die gekillt hat? Du wirst mir die Beine abschneiden müssen, Kretzwold. Sonst werde ich weiter marschieren. Du verstehst nicht. Glaubst du etwa, Jove und Lucius wüssten nicht, wer Digus gerettet hat? Wenn du jetzt noch Kette rettest, dann erklären sie dich zum Verräter und Ketzer. Mein Bruder, setzen wir uns bei einem Bier zusammen und reden wir darüber. Wie in alten Zeiten. Es wird nie wieder wie in alten Zeiten sein, Kretzwold. Bruder, mein Bruder hätte mir geholfen, Kette zu retten. Kette? Oh. Oh, mein Vögelchen. Liebling, was haben sie dir angetan? Oh, Hori, bist du das? Es ist vorbei, meine Liebste. Du bist frei. Hier, nimm meine Hand. Erinnerst du dich an mein Versprechen? Wir sind endlich zusammen. Wir werden glücklich werden. Hori, wir glücklich? Glücklich? Ja, ja, ich weiß. Alles ist ganz furchtbar und es ist meine Schuld, aber am Ende zählt doch nur unsere Liebe. Hori, Liebster, schau dich um. Liebe? Die ganze Welt steht in Flammen. Sag mir, wie kann da noch Liebe existieren? Vergib mir, Liebster, aber ich kann nicht. Eieiei. Traurig, aber das ergibt Sinn. Konntest du dich an etwas Neues erinnern? Oh ja, der Wärter wollte dem Portal nach Hause gebracht werden. Und dann, boom. Heiliger Saat, der Wärter ist tot und die anderen, sie sind alle tot. Vielleicht hat der Wärter seinen Wunsch nicht genau formuliert oder etwas anderes ist passiert. Danach hat mich der Mann mit den roten Augen gefunden und mitgenommen. Mehr weiß ich nicht. Unglaublich. Okay, weiter zum nächsten Artefakt. Eine uralte Spitzhacke und sie gehört Kokol. Hier steht außerdem, dass wir die uralten Schlüssel zur Gefängniszelle brauchen. Und dass sie in Adams Haus sind, richtig? Nicht schlecht, du lernst schnell. Lass mich mal sehen, verdammt. Die Tinte ist zerlaufen. Die Maschine sagt Hexenhügel, versuche dort zu graben. Okay. Hexenhügel. Ich meine, wir müssen eh noch dahin. Ich meine, wir sind jetzt eh schon über 2 Stunden drüber, aber ich mache jetzt noch diese... Das bisschen Ernten mache ich fertig. Ah, warte. Ich stelle noch die ganzen Sachen hier aus, die 2 Sachen. Neues Alchemistenrezept. Schwarze Farbe. Stelle ich die Sachen noch aus. Gehe noch auf den Hexenhügel. So. Und noch das. Tja, da soll noch mal einer sagen, ich würde mir keine Mühe geben. Hier alles aufzufinden. Ich bin mal gespannt, was in der nächsten Aufnahme passiert. Mit hier unserem Aristokraten. Vielleicht ist das auch schon die letzte Aufnahme. Ich weiß es nicht. Ich überlege mir was. Wenn ihr natürlich noch sehen wollt, wie das hier weitergeht mit den... Mit der Taverne, können wir das auch noch gerne weitermachen. Ich bin da relativ offen. Ansonsten überlege ich mir, ob ich das weitermache oder nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall eine kriege ich mit Sicherheit noch gefüllt. So. Aber jetzt erstmal ein bisschen zum Hexenhügel. Dann graben wir uns fix dieses Artefakt aus. Pflücken noch ein paar Trauben. Und dann schaue ich mal. Kokol. Oder Kukol. Wo soll denn hier bitte was sein? Da? Tonkrug voll Teer. Ih. Was ist das? Hallo, hier kann man Marmor. Okay. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da Marmor herkriegt.
hätten, dann hätte man ja gar nicht so weit gehen müssen. Machen wir das ja noch fertig. Tja, das eine hat Kuhkoll und das andere ist in Adams Haus. Oh, ich habe das Gefühl, dieser Adam wird mich wieder zur Weißglut bringen. Ist egal. Irgendwie schaffen wir das schon. Hoffe ich. Das mit diesen ganzen Samen nimmt langsam Überhand. Wirklich. Schwupp. So. Komm mit her. Ich brauche euch zwar nicht mehr, aber kommt trotzdem alle her. Hier auch noch. Dann gib mal Gas, mein Freund. So. Haben wir das auch schon? Soll ich das dann auch? Nee, pressen tue ich es noch nicht. Darum kann sich mein Zukunfts-Ich Sorgen machen. Ich meine, wir haben ja jetzt schon wirklich, wirklich gut was erledigt. Aber so richtig viel erledigt, wenn ich das mal so sagen kann. So. Aber nichtsdestotrotz, nächstes Mal wird hoffentlich noch spannender wie jetzt. Da erwartet uns ja noch einiges, hoffentlich. Die Expedition startet ja. Ich würde sagen, ich mache jetzt wieder ein kleines Päuschen. Und ja, wir sehen uns dann einfach nachher wieder. Bis denn, euer Safi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Graveyard Keeper. Wir haben es beim letzten Mal, ja, relativ gut geschafft, sag ich mal. Und leider feststellen müssen, dass uns so langsam aber sicher so ein bisschen die Arbeit aus... Was ist das? Bin ich jetzt bekloppt? Dann machen wir das hier erstmal. Aber wir haben jetzt wieder ein bisschen Beschäftigung gefunden. Ich hoffe natürlich immer noch, dass der Aristokrat uns heute ein bisschen wohlgesinnter ist. Der kommt ja morgen. Und vor allen Dingen nicht, dass der mit noch einem Buch hier ankommt. Das wäre nämlich ärgerlich. Ansonsten machen wir einfach weiter das, was wir vorher gemacht haben, unseren Alkohol. Und wir kümmern uns so ein bisschen um die Tavernen-Quest-Reihe. Ich weiß gar nicht, wo waren die jetzt nochmal überall. Ich glaube, einer war bei Adam im Haus. Oder wie war das? Irgendwie so. Dich packe ich rein. Ich auch. Tonkrug voll Teer. Ich glaube, ich war in der letzten Aufnahme doch ein bisschen fleißiger, als ich dachte. Ja. Was haben wir denn alles so gemacht? Ich bin so ein bisschen im Moment, vielleicht für den einen oder anderen bin ich so ein bisschen durch den Wind, aber wie gesagt, ich kann mich nur immer wieder wiederholen. Ich habe ein Studium laufen neben Arbeit und finde die uralten Schlüssel in Adams Haus. Okay, den Typen. Frage Kokol. Nach der uralten Spitzhacke. Alles klar. Und im Moment ist halt Prüfungsphase. Und ich konzentriere mich eigentlich schon jeden Tag aufs Lernen, aber regelmäßig Kopfschmerzen und Co. zu haben, das ist leider nicht ganz so geil, sag ich mal. Und ich bin einfach froh, wenn jetzt hier Ende Juli ist, dann habe ich erstmal die Prüfung soweit wie hinter mich, hoffentlich auch bestanden. So, wir müssen zu Adams Haus. Wenn wir uns beeilen, können wir das sogar noch schaffen, bevor Monsieur sich im Haus einschließt. Totes Pferd. Wer weiß, Adam ist ja jetzt nicht so die Person, wo ich sagen würde,
ist eine starke Persönlichkeit. Vielleicht, wenn wir unser Schwert ein, zwei Mal zücken. Zack, so. Wegen den uralten Schlüsseln. Es wird nicht einfach sein, Adam davon zu überzeugen, mich in sein Haus zu lassen. Adam, ich freue mich schon ewig darauf, deine Antiquitätensammlung zu sehen. Du willst sie sehen? Warum? Willst du mich kritisieren oder das kaputt machen? Oder was kaputt machen? Entschuldigung. Nö, ich will nur die Kunst genießen. Du siehst mir nicht wie ein Kunstliebhaber aus. Beweise es. Bringe mir 3 Vasen von hoher Qualität. Was? Ach du Scheiße. Boah, Kinders, nee. Kann ich überhaupt schon herstellen? Vasen, Vasen, Vasen. Hier werde ich keine Vasen finden. Hier schon eher. Porzellankrug, gefertigt an Ofen. Was brauche ich denn für einen Porzellankrug? Egal, wir kümmern uns erstmal um den Leichnam. Wieso in 3 Teufelsnamen habe ich mir wieder eine Leiche bestellt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich mal überraschen. Ich werde mir wahrscheinlich schon irgendwas dabei gedacht. Wahrscheinlich habe ich mir nichts dabei gedacht und wollte einfach nur ein bisschen Arbeit haben hier drin. Das würde ich mir sogar zutrauen. Das ist das Traurige. Ich würde noch mal gern mit dem Esel so ein bisschen reden. Aber da, mit dem Esel ist ja irgendwie... Da fing an und hörte jetzt bei 0 auf. Das ist so ein kleiner Wunsch von mir, noch einmal mit dem Esel zu interagieren. So, gucken wir uns erstmal... Ach du Sche... Oh Gott. Warum habe ich denn hier... Falsche. Ich packe hier rein. Oh, Kinders. Oh, oh, oh. Pass auf, warte. Nee, dich begrabe ich nicht mehr. Du kommst ins Feuer. Es tut mir leid. Ich glaube, da habe ich es verkackt. Da kam wohl irgendwann mal die Leiche an. Und ich habe es nicht mitgekriegt. Ja. Machst du nix? Da machst du einfach nix. Plus 4 rote Herzen. Ja, ja. Warte mal. Hier steht jetzt plus einen weißen Schädel. Ich guck das jetzt mal nach. Ich glaube, das kostet einfach nur. Kann das vielleicht sein? Ja. Ich muss nach dem Minus gehen, nicht nach dem Plus. Das Minus ist das Nonplusultra. Jetzt verstehe ich das Ganze erst. Minus, Minus, Plus, Plus. Knochen bringt gar nichts. Ja, komm. Bleib du erstmal hier. Zack, zack, zack. Dann gucken wir mal, dass wir den irgendwie begraben. Dann kann ich auch gleich mal so ein bisschen am Ofen stöbern. Die besten Vasen will der Knabe haben. Porzellankrug. Weißer Staub. Wie kriege ich denn weißen Staub her? Alchemie-Zersetzertisch für Zombie-Alchemie-Mühle. Was zum... Hier geschehen Dinge. Wirklich. Wo ist jetzt... Wo war jetzt Marmor? Ich bin verwirrt. Da, ich bin nicht mehr verwirrt. Ja gut, wir haben gerade kein Marmor an Lager. Dann müssen wir das natürlich irgendwie anders regeln.
Wir brauchen 4 geschnitzte Steine. Sollte ja hinhauen. Polierte Steine, pardon. Plopp. Wo kriegen wir jetzt weißen Staub her? Wie kriegen wir den her? So. Wir machen es ganz standardmäßig. Aber nicht so, sondern so. Plopp. Und Grabstein Nummer 2. Umrandung Nummer 2. Da-di-da-da-dam-dam. So. Monsieur, ich komme, um Sie abzuholen für die ewige Ruhe und so. So gut sah der Friedhof wahrscheinlich noch nie aus. Noch nie! So. Blum, blum. Und tschüss. Hoffentlich kommt jetzt nicht nochmal hier der eine da. Der Typ ist vom Dienst. Aber ich meine, Jorik haben wir jetzt erstmal abgestellt. Der kann ja erstmal... Erstmal muss der die Füße stillhalten. Wir ziehen zum Leuchtturm. Leuchtturm! So. Ich weiß nicht, was du da geschrieben hast, aber meine Professur ist vollständig rehabilitiert. Und ich wurde sogar befördert. Und am wichtigsten ist, dass der Dekan seine Erlaubnis für die Expedition erteilt hat. Aber wir haben ein letztes Problem. Wir brauchen jemanden mit einem Aristokratenzertifikat, der mich begleitet. Normalerweise wäre es kein Problem, jemanden zu finden, aber unsere Situation ist ja etwas heikel. Das solltest wirklich du sein. Besorg dir ein Aristokratenzertifikat, ich verlasse mich auf dich. Oh nein, ich muss es mitführen. Egal, ich habe das Ganze, ja. Und selbst wenn ich es verloren hätte, liebe Freunde, was ich nicht habe, aber... Warte mal, ich nehme mal ganz kurz hier eine weiße Blume mit. Was ist das hier? Eine rostige Axt. Kann man mal machen, ne? Jetzt nichts wie weg und ich hoffe, dass bis dato der Ruhestein wieder in Ordnung ist. Tippitoppi. Dann zeige ich ihm das Zertifikat und dann geht's hier ab. Was für eine Frechheit, mich hier wieder laufen zu lassen. Schade, dass man hier nicht rennen kann. Weißer Staub. Habe ich da oben eigentlich immer noch diese eine Leiche liegen? Die könnte ich auch mal gucken, dass ich die verbrenne. Verbrenne, verbrenne. Wir nehmen die Abkürzung übers Feld. Ich weiß, was ich tue, sagte er und versagte. Ah. So, wo habe ich es jetzt? Wo habe ich es jetzt? Da. Und mein Ruhestein ist wieder ready. Ist das auch das Richtige? Ja. Er ist nicht wieder ready. Ich schwöre es dir. Gelehrter, wenn du jetzt wieder abhaust, ich werde dich verfolgen. Und das nicht zu knapp. Braucht ja schon einen Vierteltag, bis ich wieder da bin. Und 1, 2, 3, und 1, 2, 3, und 1, 2, 3. Schneller. Der halbe Tag ist schon wieder rum. Schon Nachmittag. Mann, ey, dieser blöde Ruhestein. Schade, dass es hierfür keinen Cooldown-Timer-Verkürzer gibt oder so. Nein, es wird dunkel.
Aristokrat, wenn dir was an deiner Tochter liegt, bist du jetzt noch da und gehst nicht jetzt weg.